So, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Und die Lara fängt schon mal an, alles scheiße zu finden. Ist es richtig, Lara? Ist es die richtige Einstellung? Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich nicht, weil wir haben Erinnere jetzt. dich nicht zurück, Mädchen. Das hätte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Genau, und das versuchen wir jetzt einfach einmal. Genau, wir haben beim letzten Mal haben wir noch ausgemacht, wir machen ein bisschen. Wir machen uns auf dem Weg zu diesem, ja, Boot, Schiff. Habe ich doch schon gleich was gesehen, aber oh Gott. Das sind zum Glück bloß Vögel und Kaninchen, Krähen. Genau, weil mit diesem Boot wollen wir ja irgendwo hin. Das ist wieder schlimm, wenn man schon wieder ein, zwei Tage nicht gezockt hat, aber da kommen wir schon wieder rein. Wir sind ja auf jeden Fall jetzt einmal auf dem Weg, auch unsere Freunde wiederzufinden. Die sind ja erst schon mal vorgelaufen, die haben wir vorgeschickt. Und wir hätten eigentlich gleich Lebensinstinkt. Wir hätten uns gleich denen anschließen müssen und gleich denen hinterherrennen müssen. Stattdessen müssen wir jetzt hier wieder alleine herumirren. Und der war schon mal mega nice. Ah. Einen haben wir noch. Aber der bewegt sich ein bisschen zu. Oh, okay. Hat geklappt. Aber ich sehe gerade, jetzt kommen Wölfe. Oder ich höre irgendwie Hunde, Wölfe. Irgendwas höre ich heulen. Das ist definitiv nicht die Lara, die hier aufheult. Oh, wir haben hier ja schön. Oh, da haben wir schon einen nächsten Gast hier. Damen. So, der müsste jetzt hier kommen, ja. Okay, der war auch gut. Aber ich glaube, das waren immer noch nicht alle. Die patrouillieren hier zwar schön heiter hin und her. Gott, da oben haben wir auch irgendwas. Eine Felswand. Die schauen wir doch trotzdem gleich einmal noch an. Können wir da gleich rüber? Da wird es ein bisschen schwieriger. Alter, hier komplett das ganze Gebiet. Von irgendwelchen Leuten. Wird das? Geht das? Ja, das wird ein bisschen zu knapp. Deswegen schaue ich jetzt trotzdem mal diesen Brückenweg mal entlang. Und da sehe ich ja auch schon wieder irgendwas leuchten in der Ferne. Ich da. Eigentlich nicht so am Feuer sein. Ich glaube, ein bisschen zu auffällig. Können wir hier runter? Die Jagdhütte.
Okay. Okay. Das läuft echt verdammt gut. Okay, ein, zwei Pfeile sind da mal daneben. Aber das meiste funktioniert dann doch irgendwie. Habe ich ihn auch noch getroffen? Schau so aus. Eieiei. Da wird schon irgendeine Glocke geläutet. Ich glaube, das war jetzt nicht das Feierabendsgeläute. Ich glaube, das war eher das Signal Eindringlinge. Von wo kommt denn das? Also irgendwo war hier noch einer. Ich habe noch einen Lichtstrahl gesehen. Der war hier eher auf der Hütte hier droben. Ah, da drüben ist er. Der ist noch sehr weit weg. Deswegen schauen wir hier mal noch Gegner. Nehmen wir natürlich das Bergungsgut und die Munition noch mit. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Oh, wir hätten hier sogar ein Lagerfeuer. Aber ich will den hier erst einmal noch erledigen hier. Tod ist tot. Oh, ich hätte noch welche. Oh, da oben. Oh shit! Shit, 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 shit. Woo! Ah, jetzt kommen natürlich alle. Woo! Holy moly, hey. Die schießen halt über den kompletten See hier jetzt. Die treffen auch. Die treffen übelst. Aber ich treffe jetzt hier auch. Der war auch nicht schlecht. Alter, da bewegt sich einfach mal der Busch. Aber zum Glück bloß der Wind. Okay, hier haben wir noch Gegner, oder? Da oben war doch noch... Lol. Achso, das war Wolf. Okay. Ich dachte jetzt, da oben war jetzt noch jemand. Aber wir schauen jetzt erst einmal zum Lagerfeuer. Wenn wir uns hier kurz platzieren können. Ja, sehr schön. Wird hier schön automatisch gleich gespeichert. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Schauen wir sich hier mal noch kurz um auf der Seite, weil hier auch noch ein paar Gegner kaputt gegangen sind. Das hier. Schauen wir mal dieses Bergungsgut noch an. Das können wir vielleicht so einfach runterschießen. Ne, geht nicht. Okay, dann schauen wir sich hier mal kurz noch um. Die kann nicht so einen Jump nach hinten machen. Okay, dann müssen wir vielleicht irgendwie anders rauf. So vielleicht. Einmal schon gleich, okay. Shotgun-Munition. Gehen wir hier erst mal hoch. Ich
Schauen wir erst mal, was wir hier noch finden können. Ach, das ist wieder so eine Sache, wo ich jetzt gar nicht weiß, wie man das wieder schaffen soll. So, hier käme man noch rüber. Okay, dann schauen wir trotzdem mal in diese Höhle noch rein. Die ganzen Gegner müssten jetzt ja schon erledigt sein. Da kann ich jetzt noch mit der Shotgun noch herumschießen. Ja, interessiert keinen. Schon mal sehr gut, weil das könnte eine Grabstätte hier sein. Oder auch nicht. Lol. Okay. Hab mich das Spiel komplett verarscht. Alles klar. Ich dachte jetzt ernsthaft, da ist was Interessantes drin. Aber links ging es doch auch nicht weiter. Ging das jetzt hier weiter? Nee. Es ging da bloß nach unten. Lol. Alles klar. So, da sind keine Gegner mehr gekommen. Deswegen schauen wir kurz mal noch in dieses Haus hier rein. Skurr! Oh, Scheiße. Krieger der Sturmwache, wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Alright. Schauen wir mal, ob unsere Gegner wirklich so brennen, wie die jetzt das beschrieben hat. Ich hoffe doch. Also, wir haben schon ein paar Feinde zum Brennen gebracht. Also, so ist es nicht mit unseren Brandfallen. Da geht dann schon was. Bevor ich aber jetzt hier oben nochmal, wenn ich da jetzt weiter will, schaue ich doch kurz mal nochmal, ob ich hier noch was verbessern könnte. 5 von 5. 5 von 7. Machen wir hier noch ein paar Verbesserungen drauf. Auch wenn es jetzt wirklich bloß noch entweder schnelleres Nachladen ist oder weniger Rückstoß. Ja. Brauche ich eigentlich alles nicht so. Meistens bin ich ja sowieso mit dem Bogen unterwegs. Das brechen wir doch gleich einmal noch auf. Schauen wir mal, was uns da hinten noch erwartet. Oh, eine schöne Kiste. Sehr schön. Also hier wäre nochmal Bergungsgut. 65. Ja, das könnte ich nochmal was verbessern, aber naja. Das passt schon. Spare ich einfach fürs nächste Mal auf. Weil nächste Mal Lagerfeuer will ich ja auch wieder was haben. So, dann haben wir noch Gegner. Einen noch. Da unten wäre auch noch einer. Habe ich den vergessen? Anscheinend. Achso, ein Wolf noch. Okay. Oh, Pilze. Woodcock, so nice. Eins von 10 Pilze. Hätte ich jetzt hier schon wieder 10 Pilze sammeln können? Wahrscheinlich. Ich habe jetzt da gar nicht aufgepasst auf Pilze oder so. Habe ich wahrscheinlich so wieder auch ein paar übersehen. Aber das Schöne ist halt, ich kann halt jederzeit wieder dahin. Und das nochmal entdecken. Oh yeah, was ist denn mit diesen Hirschen passiert? Wölfe, wie die im Wald, werden hier gezüchtet? Sorry, aber
ihr seid mir ein bisschen viel Bedrohung. Und nicht, dass da noch so ein Gegner kommt und sich denkt, hey, ich mach doch mal die Käfige noch auf. Und lass die alle mal raus. Das wäre nicht so geil. Das wäre überhaupt nicht geil. Haben wir dann noch einen? Da sind da zwei drin. Jetzt hat er aber, oder? Ne, hier hinten noch. So. Dann schauen wir hier gleich mal rauf. Also hier werden offenbar die... die Wölfe gezüchtet. Okay, dann müssen wir nochmal machen. Lol. Muss ich da eher jumpen? Nochmal. Hui. Okay, sind wir rüber. Sind wir rübergekommen? Okay, wir hatten... Alter, hier gibt es wieder Bergungsgut. Nice. Also alles anzünden und mitnehmen. Nehmen wir alles mit. Weil wir jetzt halt unsere schöne Instant-Fackel haben, die mal jederzeit anzünden können, ist es nice. Geocaches. Ich habe zum ersten Mal Geocaches gefunden. Auf dem Weg. Wohin? Ist doch schon mal nice. Da will ich eigentlich nicht runter. Obwohl sie eigentlich richtig nice aussieht. Einmal anderer Weg. Verschüttet.